Du kannst auf ganz viel verschiedene Möglichkeiten in Rohstoffe investieren, über Rohstoff-Direktinvestments, über Rohstoff-Futures oder über Rohstoffaktien. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen. Ich habe mir André Wollner vom ETF-Anbieter HAN ETF eingeladen und wir sprechen über die Themen Kupferminen, Uranminen und Goldminen. Und wie du mit ETFs in diese Segmente investieren kannst, das erfährst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ja, André, schön, dass du heute mal hier in München bist. Wir haben ja auch schon mehrmals bei uns auf dem Kanal miteinander gesprochen. Heute haben wir uns mal ein Thema rausgepickt, Rohstoffe, was ja auch ein sehr breites Spektrum ist. Aber erstmal herzlich willkommen hier in München bei uns im Studio. Ja, vielen Dank, Markus, dass ihr mich zu Gast habt. Ist schon lange her, dass ich hier war und freue mich jedes Mal, wenn ich mal wieder hier sein darf. Ja, ich freue mich auch. Wir steigen gleich ins Thema ein und Rohstoffe, das ist ja ein Riesenthema. Ja, man kann ja in verschiedenste Arten und Weisen in Rohstoffe investieren. Heute wollen wir mal einen Schwerpunkt auf die Rohstoffaktien eingehen. Aber vielleicht kannst du mal zur Einleitung mal einen groben Überblick geben, damit wir mal so die Bandbreite bei den Rohstoffen uns mal im Detail so anschauen können. Gerne. Wie du richtig sagst, wir haben in den letzten ein, zwei Jahren gemerkt, dass sich der Markt und wenn ich Markt sage, meine ich auch vor allem die Profi-Investoren, mit denen wir reden, aber auch die Privatinvestoren, sich wieder vermehrt für die Rohstoffseite interessieren. Das war ursprünglich immer Gold, weil Gold ein sehr gängiges Thema ist, was in vielen Portfolien drin ist. Aber wir sehen jetzt im Zuge der Energiewende, wo wir mehr Elektroautos produzieren, wo wir mehr Solaranlagen haben, mehr Windanlagen. Das braucht ja alles Metalle. Das braucht viel Kupfer zur Übertragung der Elektrizität. Das braucht seltene Erden in den Motoren dieser Turbinen zum Beispiel oder auch Silber für die Solarpaneele. Das heißt, das hat einen großen Nachfragetrend ausgelöst auf vier verschiedene Rohstoffe. Und das sehen wir jetzt auch in den Aktienpreisen dieser Unternehmen. Im Rohstoffbereich kann man aber auch ja direkt Rohstoffe kaufen. Also du hast schon gesagt, Gold, man könnte jetzt quasi Gold-ETPs oder ETCs kaufen. Man könnte auch in Rohstoff-Futures hier investieren und man kann in Aktien investieren. Ja. Was sind da so die Unterschiede bei den einzelnen Anlageklassen? Ich meine, ich werde nochmal einzelne Videos zu jeweiligen Themen machen, weil es ja doch ein sehr großes Thema ist. Aber wie kannst du das so kurz mal erläutern, beschreiben? Ja, es gibt zwei Aspekte, oder einen großen Aspekt, der die Aktien von den Direktinvestments in Rohstoffe unterscheidet. Grundsätzlich gehören sie beide zur selben Anlageklasse, aber natürlich die Minenaktien haben auch Aktienrisiko dabei. Also man sagt, da gibt es eine Korrelation zum breiten Aktienmarkt. Wenn man als Anleger rein die Diversifikation anpeilt und sagt, ich möchte etwas, was sich unterscheidet von den Erträgen von Aktien und anderen Anlageklassen, dann macht ein Direktinvestment Sinn. Deswegen haben auch viele Anleger, gerade in Deutschland, bereits Anlagen in physisch hinterlegten Gold-ETCs. Und es gibt auch auf andere Rohstoffe wie Kupfer zum Beispiel solche ETCs. Auf der Aktienseite, was interessant ist, wenn man davon ausgeht, dass es jetzt einen Bullenmarkt gibt in diesen Metallen, dann wird sich dieser Bullenmarkt auch niederschlagen und wahrscheinlich mit einem höheren Beta, man sagt so Pi mal Daumen, doppelten Beta auf der Aktienseite. Weil diese Unternehmen haben so eine Art Hebeleffekt darin. Die haben irgendwo einen Einstandspreis, bei dem sie produzieren und alles, sobald der Preis darüber hinausgeht, immer stärker, profitieren sie überproportional davon. Das heißt, als Anleger, wenn ich glaube, hey, das nimmt eine starke, positive Richtung ein in den nächsten Jahren, dann ist die Aktienseite manchmal interessant, wenn man etwas mehr Kick im Portfolio haben will. Jetzt will ich ein Thema nur kurz rausgreifen. Es gab doch letztens so einen starken Anstieg, ich glaube, bei Kakao. Ja, das ist ja für Investoren ganz gut, wenn der Kakaopreis steigt, die vom Kakaopreis sozusagen oder darauf gesetzt haben. Aber jetzt zum Beispiel gibt es ja auch Aktien oder Unternehmen, die dann da Probleme haben, also zum Beispiel Lebensmittelhersteller. Gibt es also auch andere Effekte, dass eine Aktie durch gestiegene Rohstoffpreise auch eher sich negativ entwickeln kann? Das ist richtig. Es kommt darauf an, in welche Bereiche man investiert. Es gibt ja Downstream, Midstream, Upstream. Das ist genauso, wie wenn man sagt, naja, wenn der Uranpreis hochgeht, was machen dann die Kraftwerksbetreiber? Die haben ja dann einen höheren Preis, den sie einkaufen müssen. Mhm. Das ist negativ für die. Deswegen investieren wir oder unsere Überzeugung ist bei diesen Themen im Aktienbereich, decken wir das über die Minenseite ab, also die Produzenten, die wirklich den Rohstoff verkaufen, wie beim Kakao. Derjenige, der den Kakao verkauft, der wird davon profitieren. Eine Nestle oder jemand, der daraus Schokolade macht oder eine Lindt, die wird natürlich dann höhere Einkaufspreise haben. Die vermeiden wir, weil da gibt es dann Konflikte, das ist richtig. Also du hast ja vorhin schon so ein paar Rohstoffe angesprochen, Kupfer, Uran und Gold. Und da habt ihr ja auch ETFs drauf, deswegen bist du da natürlich auch spezialisiert in diesem Bereich.
Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal diese drei Themen durch, weil die gewisse Gemeinsamkeiten natürlich haben, so in der Art und Weise, wie man investiert. Aber natürlich auch jeder Markt so ein bisschen spezifisch ist. Sollen wir mal mit den Kupferminen oder Kupferminen-ETFs anfangen? Was ist da das Besondere dran an dem Thema und warum ist es überhaupt spannend? Ja, gerne. Kupfer ist deswegen spannend, weil Kupfer der am meisten geschürfte Rohstoff weltweit ist. Das heißt, es sind unglaubliche Mengen. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, waren um die 22 Millionen Tonnen, die jedes Jahr abgebaut werden. Das heißt, es ist schon etwas, was unseren Alltag überall berührt, in unseren Häusern, in unseren Autos und so weiter. Wir sind jetzt aber an einem Punkt angekommen wegen der Energiewende, wo Kupfer wirklich der Rohstoff ist, der in jeder neuen Anwendung gebraucht wird, welche von der Energiewende berührt wird. Das heißt, ich habe vorhin schon erwähnt, wenn du ein Windrad baust, das braucht 3, 4, 5 Tonnen, je nachdem, wie groß das Windrad ist, an Kupfer, um die Leitung zu stellen im Windrad, oben die Motoren und so weiter. Dasselbe gilt für Solaranlagen. Der Strom muss dann von dort über neue Trassen abgeleitet werden hin zu den Häusern, Konsumenten, Endkonsumenten. Das sind alles neue Netzwerke, die gebaut werden müssen zum Teil. Die alten sind dafür nicht mehr geeignet. Das heißt, auch beim Elektroauto zum Beispiel, wenn man schaut, was ein Verbrenner im Vergleich zu einem Elektroauto an Kupfer hat, aufgrund der Batterie und der Leitungen im Auto, hat so ein E-Auto gut und gerne 2 bis 3 Mal so viel Kupfer drin. Das heißt, die Nachfrage nach Kupfer wird Einschätzung nach sich verdoppeln, verdreifachen bis 2050, wenn wir unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen. Und das dürfte Kupfer einen unglaublichen Schub geben, denn die Produktion zu verdoppeln oder zu verdreifachen in einem Markt, der schon so erwachsen ist, ist gar nicht einfach. Da bräuchte man unglaublich viele Minen und da hinkt die Produktion einfach hinterher. Das heißt, der Preis ist das Zünglein an der Waage. Welche Länder sind denn also die Hauptkupferproduzenten? Das sind natürlich die Südamerikaner. Die sind da führend. Die machen, glaube ich, wenn man die verschiedenen Länder Südamerikas, Lateinamerika zusammennimmt, circa die Hälfte der Weltproduktion aus. Chile allein hat ein Drittel der Produktion. Australien ist auch noch dabei. Es gibt noch ein paar andere Länder, aber Lateinamerika ist ganz klar führend. Und da sitzen dann auch die Unternehmen, die Minenbetreiber, die diese Minen dann halt führen. Und gibt es dann da keine Möglichkeit, die Minen auszubauen? Ich meine, man könnte doch einfach schneller fördern. Das würde ist man ja nur buddeln. Ist ja nur buddeln, genau, könnte man sagen. Mit riesen Buddelmaschinen, das ist ein gigantisch, wenn du die mal siehst. Ganz so einfach ist es leider nicht. Die viele Minen gibt es schon lange. Die werden irgendwann auch ein bisschen erschöpft sein. Es gibt natürlich Riesenprojekte, Minen, die 10, 20, 30 Jahre Lebensdauer haben. Aber die existierenden Minen, die produzieren bei aktuell existierender Kapazität. Die werden natürlich zum Teil ausgebaut, wenn sich auch Technologien weiterentwickeln, dass man dann vielleicht die etwas weniger effizienten Depots an Rohstoffen dort ernten kann. Aber das wird nicht reichen, um diesen neuen Hunger, diesen neuen Bedarf an den Rohstoffen zu decken. Man muss wirklich neue Wege finden, neue Minen zu bauen. Es gibt ja auch diese Tiefseeprojekte, wo man jetzt schaut, kann man vielleicht Metalle aus dem Ozean holen. Also da muss man kreativ werden und das braucht viel CapEx, also viel Capital Expenditure, viel Investition erstmal. Und das Interessante, und das gilt für alle Minenbereiche, auch Gold, auch andere Metalle, diese Lebenszyklen, um so eine Mine zu bauen, sind sehr lang. Circa 15 Jahre bis 16 Jahre im Schnitt aktuell. Und alle paar Jahre werden die noch länger, wegen stärkerer Regulierung und so fort. Das heißt, die Nachfrage ist jetzt da, aber das Angebot wird noch lange Zeit brauchen, bis es live kommt. Das ist halt dieser Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage. Stehen wir dann quasi jetzt vor so einem Superzyklus im Rohstoffbereich? Weil ich kann mich erinnern, als ich meine Ausbildung gemacht hatte und danach dann irgendwann mal bei der DRB Bank gearbeitet habe, da ist der Jim Rogers, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der ist da gerade rumgetingelt von einem Event zum nächsten und hat da seine Rohstoffgeschichte erzählt. Und dann ist es ja jahrelang wirklich, also Jahrzehnte ja schon fast, ruhig gewesen um Rohstoffe. Und das ist jetzt vorbei und eurer Meinung nach, und das kommt jetzt einfach auf, weil bestimmte, wie du es beschrieben hast, Nachfragetrends so stark sind und die Kapazität nicht so weit ausgebaut werden kann. Ja, das ist in der Tat, diese Superzyklen haben Lebensdauer von so 20, 30 Jahren, manchmal 15 bis 30, je nachdem. Der letzte Superzyklus war so 2000 bis 2007, 2008, bis zur letzten Finanzkrise. Einer der Treiber dort war China damals, die Industrialisierung Chinas. China wurde zur Werkstatt der Welt, die haben alles gebaut für uns gemacht. Das heißt, da war unglaublicher Rohstoffhunger dort zum Bau von neuen Gebäuden, neuen Städten und so fort. Und weil diese Angebotszyklen, die Produktionszyklen so langwierig sind,
kommt immer die Nachfrage, dann braucht das Angebot lange Zeit und dann kommt dieser Zyklus. Mhm. Und wir sehen, und dann kühlt sich das wieder ab, dann kommt die Produktion, dann wird meistens zu viel produziert, dann lässt die Nachfrage irgendwann nach, weil Rezessionen kommen und so weiter. Und dann hast du eben diese zyklischen Effekte. Und jetzt hast du wirklich eine Dürreperiode gehabt, eine Durstphase in der Rohstoffwelt für die letzten 5 oder 10 Jahre. Und jetzt haben wir wieder diesen Effekt, ein großer struktureller Wandel in der Gesellschaft, diese Energiewende in Europa, im Westen, USA, aber auch in China. China ist ja der größte Produzent inzwischen von E-Autos und Solarzellen. Und dann hast du wieder diese Zyklen, dass die Produktionsseite nicht nachziehen kann erstmal. Dann kommt die Nachfrage, die Preise gehen hoch und das wird einige Jahre dauern. Und genau wie du sagst, gehen mehrere Analysten eigentlich davon aus, dass wir in einem neuen Superzyklus sind am Anfang. Hm. Welche Unternehmen sind dann in so einem Kupferminen-ETF drin? Also sind es, wie du schon gesagt hast, eher lateinamerikanische Unternehmen oder wie sieht da das Portfolio aus? Ja, das spiegelt so ein bisschen die Weltproduktion wider. Hm. Da ist Lateinamerika stark vertreten. Wie gesagt, Australien hat man auch Unternehmen, auch Nordamerika und Europa. Die sind teilweise überall verteilt. Ich würde auch sagen, das ist manchmal gar nicht nur, darf man nicht nur auf die Listings schauen, weil nur weil ein Unternehmen irgendwo gelistet ist, heißt das nicht, dass es die Revenues in einem gewissen anderen Land macht. Mhm. Du hast natürlich große Firmen wie BHP aus Australien, die sind dann dort gelistet, aber die Minen sind woanders zum Teil in der Welt verteilt. Also ist eine bunte Mischung von Unternehmen. Ist es vom Einsatz im Portfolio, und das gilt wahrscheinlich für alle Rohstoff-ETFs, also Rohstoffaktien-ETFs, wie baut man die ein? Weil ich meine, ich kann ja unterstellen, dass wenn ich jetzt ein weltweites, breit gestreutes ETF-Investment habe, MSCI World, Emerging Markets, dass ich die Unternehmen auch drin habe. Aber ist es dann ratsam, da das Gewicht hochzufahren, nochmal so ein ETF beizumischen? Habt ihr das mal angeschaut, was das bedeuten würde im Portfolio? Also gibt es einen Renditekick oder wie verändert sich das Portfolio dann? Ja, das ist genau die Idee. Natürlich hat man im Weltportfolio, in einem MSCI-Welt, hat man alle Aktien prinzipiell drin, zu einem gewissen Grad. Aber oftmals solche Sektoren wie jetzt der Minensektor, da sind ein paar größere dabei. Wie gesagt, die haben auch höhere Marketkapitalisierung, eine Glencore, eine BHP und ähnliche. Aber die sind natürlich nicht so stark vertreten, wie wenn ich mir jetzt selber einen 5% Anteil, 6, 7% Anteil von so einem ETF oder so einem dedizierten Exposure mit reinkaufen. Dann wird das schon deutlich höher, der Anteil. Und die Idee ist natürlich, eine Art Alpha zu generieren, eine Mehrrendite aufgrund dieser Asset Allocation zu diesem dedizierten Sektor. Das ist die Grundidee, ja. Und so setzen das auch deine Kunden dann ein? Also die sagen, okay, das Thema ist spannend, wir glauben an die Entwicklung in Kupfer, wollen es nicht direkt mit Rohstoffen machen, sondern wir glauben an die Hebelwirkung auch diese Aktien dann, logischerweise. Genau, das ist der Punkt. Also wir haben Vermögensverwalter, wir haben einen Pensionsfonds, Privatbanken, die genau diese Meinung haben. Da sitzen diese CIO-Teams, wie man sie nennt, Chief Investment Officer-Teams, und die machen sich Gedanken andauernd, welche Themen gibt es, die man taktisch, aber auch strategisch spielen kann. Und da hatten wir Allokationen in Kupfer, in Gold, Minen und ähnliche Themen in Uranminen schon in den letzten 1-2 Jahren. Wo die gesagt haben, das ist ein Thema, wo wir auf 2-, 3-, 4 Jahre Sicht dran glauben. Und die werden wir eben übergewichten im Portfolio mit einem dedizierten Baustein. Wie passt denn dieses ganze Mineninvestment mit dem ganzen Nachhaltigkeitstrend? Weil du Stiftung gesagt hast, ich würde sagen, eine Stiftung ist eher bestrebt, nachhaltig zu investieren und dann kaufen die Uran. Ist es so? Also ich meine, wie gehen die damit um? Nicht jeder. Deutschland, Österreich sind da ein bisschen, sagen wir so, vorsichtiger, weil die aus Management-Sicht her Kriterien haben, dass sie ESG-freundlich investieren sollten. Mhm. Jetzt die Frage, was ist Uran ESG-freundlich oder nicht? Sind Rohstoffe ESG-freundlich? Ja, laut EU ist ja Atomkraft grüner Strom. Ja. Richtig. Die EU hat gesagt, das ist okay. Mhm. Österreich hat die fast verklagt dafür. Dann hieß es okay, mal schauen. Die Franzosen sind da offener. Mhm. Wir haben aber tatsächlich einige unserer größten Investoren im Rohstoffbereich in Gold, in Uran, sind aus Österreich. Die haben sich entschlossen, das ist eine tolle Renditemöglichkeit für die Anleger dahinter. Und die haben gesagt, wir sehen Uran zum Beispiel, also Kernkraftwerk, auch als Teil dieser Übergangsphase, zumindest bis wir irgendwann mal autark sind und sagen, nur Solar, nur Wind, nur Wasserkraft, Biomasse. Aber im Moment sind wir noch nicht da. Wir brauchen einen Übergangs, deswegen ist Gas ja auch erlaubt worden, damit wir so Peakzeiten vom Strom jemanden haben, der immer da ist. Das ist ja das Schöne an Uranminen. Die haben so einen Baseload. Die sind immer aktiv und die können Energie sicherstellen. Und die sind einverstanden mit diesem Gedanken.
Privatanleger waren da viel offener, die sind wirklich schnell rein. Auch Uranminen war in Deutschland wirklich ein starkes Privatkundenthema. Wir hatten, wenn man schaut, wie viel wird an der Börse gehandelt von einem ETF, das sind oftmals Privatkunden, die größeren professionellen Investoren, die handeln manchmal im sogenannten Over-the-Counter, OTC-Markt, wo man das nicht sieht. Und bei Uranminen hatten wir wirklich viel Volumen auf Xetra immer und das deutet ganz klar auf das Interesse von den Privatkunden hin, die da sehr offen dem Thema gegenüber waren. Ja, es gibt wahrscheinlich so eine Kontrabewegung auch zu dem ganzen Nachhaltigkeitstrend, dass dann Leute sagen, okay, wenn alle das alles verbannen, dann gehe ich genau in den konträren Bereich, weil der wird einfach benötigt auch. Ja, richtig. Jetzt bei Uran. Apropos Uran, ja, dann switchen wir doch gleich mal in das Thema. Ja, wie sieht's denn da aus? Also ich gehe mal davon aus, du hast es ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, auch großer Energiebedarf, Atomkraftwerke sind eine wichtige Technologie oder Energiegewinnungsquelle. Ja, wie sieht's da aus? Ja, genau. Also da muss man ein bisschen zurückgreifen und sagen, was ist die Geschichte eigentlich von Nuklearenergie? Und wenn man in die jüngste Vergangenheit schaut, so die letzten 15 Jahre, dann war der erste Knackpunkt damals, der Uranpreis war schon mal bei über 100 Dollar pro Unze, pro Pfund Uran, wie das gemessen wird, 2007, 2008 damals, letzte Bullenmarkt für Rohstoffe. Dann kam Fukushima 2011, das war so ein bisschen eigentlich das Aus für die Nuklearenergie. Die Welt ging davon aus, wir werden Nuklearenergie eher abbauen. Deutschland hat den Ausstieg beschlossen damals. Japan hat alle Reaktoren stillgelegt. Korea, ein großes Land mit zweistelligen Reaktorzahlen, hat vor 5-6 Jahren unter einem neuen Präsidenten gesagt, wir steigen auch aus. Die hatten über 20% ihrer Energieproduktion aus Uran, aus Nuklearenergie. Und dann kam aber diese Energiewende wieder und die Zeitenwende auch mit, und da hat, glaube ich, auch Russland-Ukraine mit reingespielt, weil gerade in Europa kam die Energiekrise dadurch. Ne? Wenn wir uns erinnern, die Gaspreise gingen durch die Decke, weil wir auf einmal nicht mehr die Versorgung sicherstellen konnten. Und da hat sich ein Wandel eingestellt, dass die Konsumenten gesagt haben, hey, wir brauchen doch eine andere Energiequelle vielleicht. Und wir haben noch nicht genug Solar und Wind, um das zu ersetzen, das Gas. Jetzt hat man Gas aus den USA ein bisschen, aber die Nuklearenergie war auf einmal wieder ein zentraler Faktor. Und Japan ist jetzt dabei, alle 30 Reaktoren, die haben, wieder hochzufahren. Die Hälfte ist schon wieder hoch. Korea hat eine Kehrtwende gemacht. Die haben gesagt, wir sind alle bleiben, alle Reaktoren. Und wir machen noch mehr. Wir wollen ein Viertel der Energie aus Nuklearenergie. China baut wie verrückt. 100 neue Reaktoren sind schon in Planung oder Bau in den nächsten Jahren. USA. Also da kam dieser plötzliche Wandel, dieser Nachfrageboom, den ich erwähnt habe vorhin. Und die Angebotsseite kann wie immer nicht mithalten. Aber Deutschland bleibt bei seiner Meinung, ja. Wir sind die Einzigen, die wieder nach vorne laufen, sozusagen, ja. Mal schauen, ich sage mir so, ich bin da relativ neutral dem gegenüber. Meine persönliche Meinung ist, ich finde, es ist schade, eine solche Technologie, die wir haben, beherrschen und sicher beherrschen, wenn wir wollen, beiseite zu lassen und nicht zu nutzen. Und gerade ein technologischer Marktführer wie Deutschland, der eigentlich und der auch eine, wir haben ja ein stabiles soziales System, ein Regierungssystem bei uns. Die Chance, dass da Nuklearenergie jetzt in falsche Hände gerät, dass was schief geht, dass da gepfuscht wird beim Bau, ist relativ gering im Vergleich zu vielen anderen Staaten. Man könnte ja auch bestimmte Standards nochmal neu definieren und sagen, also wir machen das, aber dann mit neuen Regeln sozusagen würde ja grundsätzlich richtig auch gehen. Neue Regeln, neue Technologien, das wäre dann sicher. Denn wenn Frankreich 10, 20 Kraftwerke, 30 um die Ecke hat, wenn da was passiert, dann ist Deutschland ja auch nicht so sicher. Also sagen so, die Gefahr eines Unfalls, so lapidar das auch klingt, ist schon da, wenn was passieren würde. Hoffentlich nicht. Deswegen geht es eher darum, dass wir die Technologie sicher machen und damit gut umgehen. Und dass auch Deutschland dann die Energiesicherheit hat. Vielleicht wird sich das noch ändern. UK hat gerade beschlossen, wieder Milliarden zu investieren in Kraftwerke. Polen hat das erste Kraftwerk beschlossen. Also wir sehen auch in Europa, tut sich was. Neue Länder kommen dazu. Und das Interessante zu deiner Frage von vorhin, Angebot-Nachfrage-Dynamik. Weil jeder die Welt davon ausging, Atomenergie wird abgeschaffen, gab es so 2017 rum, 18 so den Tiefpunkt beim Uranpreis, irgendwo um die unter 20 Dollar pro Pfund. Die Motivation für die existierenden Minen, da zu produzieren, war fast null. Da haben viele Minenbetreiber gesagt, okay, stopp. Nicht nur, dass ich keine neuen Minen schaffe, sondern ich werde die existierende Produktion einstellen. Und dann war auf einmal kein Angebot mehr da. So, jetzt hast du die neuen Kraftwerke und die sagen, wir brauchen Uran, um zu funktionieren. Wo holst du das her? Wenn du eine existierende Mine wieder in Betrieb nehmen willst, dauert das 3-5 Jahre. Das heißt, du hast jetzt schon eine 3-5 Jahre Lag, um diese Produktion wieder an Mann zu bringen und dann neue Minen zu bauen, dauert wieder 15 Jahre, 16 Jahre.
Das heißt, deswegen waren wir so wirklich sehr bullisch auf den Uranminenmarkt. Und das hat sich auch letztes Jahr schon sehr stark gespiegelt. Der Preis hat sich verdoppelt, mhm, auf über 100 damals. Und was haben die Aktien gemacht? Weißt du das zufällig? Auch verdoppelt. Mhm. Die sind wirklich in dem Fall, ich hätte gesagt, normal hatten die ein höheres Beta. In diesem Fall hatten die ziemlich 1:1 Beta. Mhm. Die kleineren hatten ein höheres Beta. Also wenn du sagst, ich nehme kleinere, so Junior Miners, wie man die nennt, die machen stärker mit bei der Bewegung, haben aber auch höhere Vola. Das heißt, das musst du aushalten können. Aber ja, die Aktien haben sich verdoppelt und das haben wir auch bei uns im Fonds gesehen, jetzt ohne hier Werbung machen zu wollen. Der ist von irgendwo 30, 40 Millionen auf 300 plus Millionen angewachsen, weil Anleger gesagt haben, ja, wir wollen da rein. Und der Preiseffekt hat natürlich auch dazu beigetragen. Und wie ist der Preis jetzt? Also ist es jetzt schon vorbei, würdest du sagen? Oder ist es jetzt einfach eine Phase, die man gehabt hat und jetzt geht es dann womöglich weiter? Also man weiß ja nicht, wo es weitergeht, aber... Ja, gute Frage. Es ging natürlich sehr schnell und wie immer ging es fast ein bisschen zu schnell und zu weit. Es gab ein bisschen Übertreibung. Das kam jetzt auch wieder runter. Ich glaube, so um die 20% hat es wieder korrigiert vom Höchstpunkt damals, ich glaube, das war im Dezember letzten Jahres. Da sind wir wieder runter von den Hochs, 20-25%, das war auch gesund. Jetzt sind wir, glaube ich, irgendwo so bei einem Equilibrium angekommen, temporären zumindest, so scheint es. Auch der Uranpreis ist wieder von über 100 auf so um die 80 runtergekommen. Die letzten paar Tage gab es wieder ein paar 3-4% plus höher. Es wurde ein neues Gesetz wieder verabschiedet, glaube ich, in den USA zum Uranmarkt. Es gibt eigentlich jede Woche gibt's irgendwelche neuen Neuigkeiten im Markt. Ein Problem ist auch, dass man abhängig ist von Russland. Russland ist einer der größten Lieferer und Weiterverarbeiter von rohem Uran. Die machen die Anreicherung. Die beliefern sogar die USA. Die USA hat da ein Problem. Die sagen, einerseits kämpfen wir hier quasi einen Proxykrieg mit Ukraine gegen Russland. Aber ungefähr ein Drittel unserer angereicherten Uranbedürfnisse im Moment beziehen wir über Russland. Das ist auch politisch sehr heikel. Die USA haben schon jetzt so einen Gesetzesentwurf verabschiedet, wo sie sagen, auf die nächsten 3 Jahre werden wir uns verabschieden von diesem Russland. Zuvor, die müssen dann neue Supply finden. Also da tut sich immer verdammt viel und die Nachfrage, das Angebot ist nicht gesichert, also nicht bombenfest, sagen wir so. Aber ich wollte gerade sagen, weil der Markt muss doch da super klein sein. Also kannst du mal sagen, wie viel Förderstätten gibt es denn da, weißt du das? Oder in welchen Ländern findet das statt? Weil es ist ja nicht nur, dass das wahrscheinlich, also es gibt ja nicht so viele Nachfrage nach Uran, ist ja nicht wie bei Kupfer, dass das irgendwo überall verbaut wird, sondern es gibt ein paar Anwendungsfälle dafür, ja. Und dann ist es noch immer ein hochpolitisches Thema, Sicherheitsthema ja auch, was auch immer man dann mit noch für Bomben oder was auch immer bauen kann, da bin ich kein Experte drin. Und die Anbieter sind dementsprechend wahrscheinlich auch sehr niedrig, also sehr gering. Das heißt, man hat da, wenn man dann in den ETF reinschaut, ein paar große Player drin oder wie viel Firmen gibt es denn da überhaupt, die in dieses Segment investierbar sind? Ja, also wenn du auf die Marktkapitalisierung schaust, Vicky, es gibt eigentlich 2 große. Die machen, glaube ich, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ein Drittel bis die Hälfte der Marktkapitalisierung aus dem Markt. Das sind Cameco, kanadische Firma, und Kazatomprom, das ist der Staatsanbieter aus Kasachstan. Wenn du das schon, ist schon ein Problem. Wenn du sagst, naja, Kasachstan, nein, Russland, ist das sicher, kann man sich darauf verlassen, wenn die Kazatomprom beliefert ungefähr 40-45% der Weltnachfrage an Uran im Moment. Das heißt, sobald da irgendwas passiert, die kamen raus mit einem, ich glaube, das war ein Q1 im Januar, kamen die mit einer Pressemitteilung raus, dass sie gesagt haben, du, unsere Guidance für dieses Jahr 2024 müssen wir zurücknehmen um 10% oder 15%. Wir schaffen das nicht, aus gewissen Gründen. Uranpreise sind um 10% angesprungen direkt. Weil auf einmal bei Nachfrage, ne, kannst du sagen, wenn die sagen 15% weniger, multipliziert mit 40% Weltnachfrage, 7-8% weniger Angebot an Uran, zack, ging der Preis an einem Tag um ca. 8-10% hoch. Niger produziert 2-4% der Weltnachfrage, Weltproduktion. Davon geht fast exklusiv alles an Frankreich. Frankreich hat ehemalige Kolonie, französisch, beziehen das von da. Und dann kam dieser Junta, die Militärjunta, hat gesagt, stopp, so, jetzt machen wir hier einen Coup und wir beliefern euch nicht mehr. So, Preis wieder 3-4% hoch, weil der Markt, wie du sagst, sehr politisch, ist nicht immer ideal. Ich sage nicht, wir sollen hier auf Politik spekulieren. Ne? Aber man sieht einfach, wie unsicher teilweise diese Produktionslage ist. Und das ist so dieses Ungleichgewicht. Die Nachfrage ist in vielen, was wir vielleicht westliche, sichere Staaten nennen würden, USA, Europa, Korea, Japan. Aber das Angebot kommt aus Ländern, die wir leider nicht als ganz so sicher sehen. Kasachstan, Niger. Ein letzter Punkt. Australien hat die größten Reserven weltweit an Uran gemessen, zumindest die wir kennen im Moment, die extrahierbar sind ökonomisch.
Aber die sind nur, haben einen relativ geringen Anteil an der Produktion. Da müssen die ja jetzt eigentlich massiv investieren als stabiler Anker sozusagen der Welt dann. Ja. Das war meine persönliche Meinung. Ich habe auch schon mal gefragt, warum ist das noch nicht passiert? Die haben gesagt, naja, das hat sich in der Vergangenheit noch nicht so rentiert. Die haben andere Sachen dort, die Kohle, Kupfer und so weiter, die wohl andere Metalle, die mehr Sinn gemacht haben. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass vielleicht Australien da stärker einsteigt. Aber das wird eben 10 Jahre dauern oder länger, bis man da wirklich Resultate dann sieht. Aber dann wäre jetzt sozusagen, man könnte jetzt da salopp sagen, ja, dann sucht man sich australische Uranminen, aber ist eigentlich ein falscher Ansatz, weil du hast ja vorhin gesagt, es kann halt sein, dass irgendein amerikanisches Unternehmen da halt einfach eine Lagerstätte aufmacht. Genau, also da muss man schauen, nichts, da kommt ja irgendein großer Anbieter und sagt, hey, ich kaufe euch und ich mache da was auf, ein Joint Venture mit dem Staat in Australien, genau. Also vielleicht kommt eine Cameco und sagen, hey, wir haben ja gleiche Sprache, Kanada, Australien. Mhm. Also da lohnt es sich erstmal beim Universum zu bleiben, was es heute gibt und sagen, das sind die Deals machen werden, die das Geld haben zum Investieren. Aber du hast recht, also wir haben deswegen auch am Ende 2 Produkte aufgelegt und gesagt, für klassische Anleger gibt es erstmal den ganz normalen Uranminenfonds, wo wir alles drin haben. Mhm. Wir decken einfach das Gesamtuniversum ab, mit um die, glaube ich, 30 Titel aktuell, ein bisschen mehr. Da dominieren dann die beiden großen Cameco und Kazatomprom. Mhm. Wir haben dort noch physisches Uran mit reingenommen. Es gibt 2 Vehikel, eine Aktie, die gelistet ist in UK, die nennt sich Yellowcake. Mhm. Die kaufen einfach physisches Uran. Also die sind ein Proxy für physisches Uraninvestment. Kann man das einfach so kaufen? Oder? Die sind gelistet an der Börse, an der LSE. Nein, ich meine, kann man Uran einfach so kaufen? Ich glaube, es ist glaube ich, nicht stark radioaktiv. Es ist relativ sehr mild, der Rohstoff. Den können, also kaufen kannst du ihn, glaube ich, als Privatperson nicht. Hoffentlich nicht, also ist vielleicht auch nicht gesund. Aber du musst ja nicht irgendwie mit Handschuhen, den kannst du auch offen da rumliegen lassen, ist gar nicht so schlimm. Ich bin jetzt kein Experte, aber also bestellen bei Amazon kannst du nicht, aber du kannst dann in Kanada, bei wir arbeiten gemeinsam mit Sprott Asset Management bei diesem ETF jetzt. Die haben einen kanadischen ETF, dort lagern die physisches Uran ein. Ich glaube, der ist schon 6 Milliarden groß im Moment. Und die haben so eine Höhle oder keine Ahnung, eine Lagerstätte, wo sie so Fässer mit Uran lagern. Und da kannst du dann als Investor physisch 1:1 da partizipieren. Aber das beschleunigt ja nochmal mehr die Nachfrage. Richtig. Also wie viel, weißt du das zufällig, wie viel ist denn in einem Atomkraftwerk, also durchschnittlich an Uran drin? Ich habe mir die Zahlen mal angeschaut, ich habe es nicht mehr im Kopf. Ja, aber wenn es jetzt für 6 Milliarden ist, das ist ja dann eine Menge Material, würde ich sagen. In der Tat, die haben in dem Jahr, als sie das auch angehäuft haben, das ist so ein bisschen, ich glaube, das kommt so eine Art geschlossene Fondskonzept, die kriegen dann immer ja die Orders von Investoren, die sammeln die Gelder ein und dann kaufen die in so Batches ihren Uran vom Markt. Das Uran fehlt natürlich bei den Kraftwerken. Und 6 Milliarden ist eine große Summe in einem kleinen Markt. Von daher, ja, du hast recht, das hat nochmal eigentlich der Nachfrageseite gut getan, wenn man das so sagen kann. Und dann die Preise haben sicherlich dadurch auch ein bisschen reagiert, dass sie höher sind. Und wenn Anleger weiter nachfragen, wird das auch sich selber ein bisschen preispositiv wirkend auswirken. Ja, preispositiv. Von daher, das ist eine interessante Entwicklung. Und zu dem Punkt von vorhin, wenn jemand sagt, okay, ich will die großen, die klassische Benchmark als Beta, dann macht dieser klassische Fonds Sinn mit allen Unternehmen plus ein bisschen so circa 20% physisch drin. Da hat man eine gute Mischung. Wir haben separat, weil es starke Anfrage gab von Privatanlegern, einen Junior Miners aufgelegt. Der lässt die beiden Großen raus. Dann nimmst du Cameco raus und Kazatomprom und kein physisches. Und was übrig bleibt, sind, was wir Junior Miners nennen. Das sind teilweise Unternehmen, die noch keine Kontrakte haben. Und wenn jetzt natürlich der Preis von 40, 50 auf 80, 90 angestiegen ist, der Uranpreis, und du hast noch keine fixen Verträge wie die Großen, die haben schon auf 5, 6, 7 Jahre lang das vorverkauft, die können das nicht monetisieren, die einnehmen diese neuen Preise. Die Kleinen können das aber, weil die machen die Verträge jetzt und sagen, okay, du willst von mir Uran kaufen, naja, wo ist der Preis jetzt? Die Future-Kurve sagt mir in Zukunft noch höher, also verkaufen die bei 70, 80, 90. Mhm. Das heißt, deren Beta zu einem Preisanstieg ist höher, weil die machen mehr Geld damit. Von daher, da ist auch mehr Wohler drin. Kann natürlich was schiefgehen, dass sie sagen, oh sorry, ich kann doch nicht so viel produzieren wie erwartet, weil wir sind noch nicht so weit. Oder es ist gar kein Uran drin. Oder es ist kein Uran drin und haben sich vertan in der Studie, genau. Ja. Was hoffentlich nicht immer der Fall ist, aber das kann passieren. Also mehr Risiko, aber mehr Upside. Oder klassisch mit dem breiten Fonds. Wie ist denn die Volatilität im Vergleich zu einem MSCI World, weißt du das? Also ist es doppelt so hoch oder also die Volatilitätsschwankung, ja, wie stark schwanken die im Vergleich? Ich kann dir nicht genau sagen, ob es doppelt oder dreifach ist, aber ich sage es dir, ich schaue mir den Preis fast jeden Tag an von Uran
und du hast gut und gerne mal Tage dabei, wo das 2-3% hochspringt, hoch und runter. Das siehst du bei einem MSCI-Welt eigentlich nie. Okay, ja, also schon so 2-3 Mal sicherlich. Ja, hat man sicher schon so eine doppelte Vola irgendwo drin. Es gibt auch Tage, wo es ruhiger ist. Also ich habe mal einen Tag, was 0,5 plus minus macht. Aber im Schnitt muss der Anleger natürlich da, das ist ja auch implizit im Preisanstieg. Wenn du sagst, ich will etwas, was Alpha bietet und hochsteigt, dann wird das tendenziell mehr wackeln und mehr hoch runter gehen, auch mal korrigieren. Also muss man schon starke Nerven haben dafür, ja. Okay. Dann haben wir noch das dritte Thema, Goldminen. Das ist ja, glaube ich, das am zugänglichsten Thema. Ja, jeder hat irgendwie ein Gefühl für Gold. Gold ist ja immer Inflationsschutz, Sicherheit. Ich habe witzigerweise, das verlinke ich auch nachher mal bei dem Video, gestern ein YouTube-Video gesehen von einem britischen Journalisten, der ist in die Bank of England in diesen Goldtresor reingegangen und den haben sie da rumgeführt. Das war nicht schlecht. Also da liegen lauter Regale mit lauter dicken Goldbarren drin. Ja, das ist ganz spannend, das solltet ihr euch mal unbedingt anschauen. Wirklich toll. Genau, also Gold, da hat jeder einen Zugang. Goldminen, da leuchtet es mir auch ein. Und wenn Goldpreis steigt, gleicher Effekt, die werden entsprechend stark sich entwickeln. Ist es vergleichbar wie mit den anderen Themen oder was ist jetzt das besondere Investment, der besondere Investment Case bei Gold? Gold, hast du recht, hat einen besonderen Investment Case und vielleicht ganz kurz davor, du hast vollkommen recht mit diesen Tresoren. Wir hatten das früher mal bei einem unserer Gold-ETCs. Da darfst du gar nicht einfach frei reinfahren. Wenn du den sehen willst und du bist ein großer Investor und sagen wir, okay, wir nehmen dich mit, dann kommst du in so einen kleinen Minivan und verdunkelte Scheiben und der fährt dann 5-mal einen Block rum, damit du nicht weißt, wo du bist. Dann, damit die nicht, weil die wollen ja nicht wissen, dass jeder weiß, wo dieser Tresor ist. Ja, bei dem Video war das so, der ist dann einfach im Video in die Bank of England gegangen und dann so eine Treppe runter und dann kam eine riesen Panzertür. Ob das dann... Das stimmt, okay. Weiß ich nicht, ob das so war, vielleicht war das ja auch nur so zusammengeschnitten, aber sie hatten gesagt, man darf hier nicht filmen, dann haben sie eine ganze Strecke nur am Boden gefilmt, damit man da nicht irgendwie... Ja, ich vermute, bei der Bank of England kann man sich verstecken, wo die ist, die kennt man. Bei uns war es damals bei HSBC, JP Morgan sind ja so die großen Custodians der Welt. Da wollten die halt nicht wissen, wo... Die haben verschiedene Tresore hier und da. Und da bist du wirklich verdunkelt reingeschaut und wie du sagst, nichts gefilmt, nichts gemacht, weil... muss man halt aufpassen. Aber nur als Anekdote, das fand ich ganz lustig. Ja, aber das war krass. Ja, das war eigentlich ein total unscheinbarer Raum. Ja, so ein hässlicher Lagerraum, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber die Ware war halt recht spannend. Ja, das hat richtig beeindruckend ausgeschaut. Ganz interessant gewesen, ja. Glaube ich dir. Würde ich auch gerne mal sehen. Aber ja, zu deinem Punkt zurück. Was macht Goldminen besonders interessant? Was die interessant macht, ist, wir haben eine sehr starke Abweichung von Goldpreis zu Goldminenpreis. Also zum Aktienpreis von diesen Goldminen. Normalerweise, und wir haben uns das mal über 30 Jahre angeschaut, also wirklich lange Horizonte, wie ist das Verhältnis? Also ganz simpel, nimmst du einen Index, einen Goldminenindex als Proxy für die Welt der Goldminen und den Goldpreis und machst einfach ein Ratio. Der Goldminenindex hat einen Wert von 1000 und der Goldpreis auch irgendeinen Wert. Na, und dann kriegst du irgendein Verhältnis, 7, 6, 5 und schaust, wie das im Zeitablauf schwankt. So, im Schnitt sollte sich diese Schwankung normalisieren, weil wenn der Goldpreis hochsteigt, irgendwann sollten ja diese Goldminen davon profitieren, überproportional, weil die haben einen gewissen Einstandspreis, was die Kosten sind. Wenn der Goldpreis steigt, dann machen die irgendwann viel Geld damit. Und dann wollen die mehr produzieren, dann steigen die Kosten wieder höher, weil um mehr zu produzieren, dauert es mehr und so weiter. Das heißt, diese Schwankung im Ratio sollte man mal ein bisschen übertreiben, dann gehen die Goldminen zu hoch und dann fallen sie zu stark und so weiter. Jetzt haben wir aber seit 10 Jahren oder sogar länger, seit der Finanzkrise, eigentlich 15 Jahre jetzt, hat Gold sich gut geschlagen, so teilweise seitwärts, dann hatten wir ein bisschen Rallye 2010er, 11, 12er Jahre und dann ging es wieder ein bisschen runter und jetzt wieder starker Anstieg dieses Jahr. Die Goldminen haben nichts gemacht. Die sind gefallen zum Teil, obwohl der ganze Aktienmarkt eigentlich hochging. S&P 500, All-Time Highs, Weltindizes, All-Time Highs und die Goldminen haben es einfach nicht mitgemacht. Das heißt, wenn du diesen Chart anschaust, bist du auf einem 15, 20 Jahrestief oder sowas, was dieses Verhältnis, dieses Ratio angeht. Das ist, glaube ich, die längste Periode, seitdem wir das gemessen haben, in diesen 30 Jahren. Das heißt, die Frage für Anleger stellt sich hier, ist das gerechtfertigt? Sind die Goldminen wirklich so schlecht in dem, was sie machen? Oder muss hier ein Reversal passieren? Irgendwann, vielleicht jetzt, weil der Goldpreis jetzt schon wieder gesprungen ist um 20% seit letztem Jahr. Ne? Weil wir unter 2000, jetzt sind wir bei 2400 Dollar. Die müssen jetzt eigentlich einen Haufen Geld machen. Und jetzt gibt es hier zwei Lager. Es gibt ein Lager bei den Profi-Investoren, mit denen wir reden. Wir haben einen Kunden, der hat im zweistelligen Millionenbereich investiert, hat gesagt, ich glaube, das ist der meisten unterbewertete
Minensektor unter allen Minensektoren. Mhm. Weil die Leute haben es einfach noch nicht gecheckt, dass diese Goldminen jetzt viel Geld machen werden. Warten wir mal ein, zwei Quartale. Wenn die Quartalszahlen rauskommen, werden die Anleger verstehen, ah, wow, die machen viel Geld und das geht durch die Decke. So, der ist groß investiert. Wir haben andere Investoren, die haben gesagt, weißt du was, ich habe das schon oft gehört in der Vergangenheit, deswegen sind sie seit 15 Jahren da und hat sich nichts geändert, weil diese großen Minen, gerade die mit viel Geld, was machen die? Statt noch mehr Geld zu schürfen und dann zu sagen, okay, Gold zu schürfen, sagen, verkaufen, machen die lieber M&A-Projekte, also Übernahmeprojekte, weil so die Theorie, als CEO bist du an der Spitze, bis du eine Mine baust, dauert es 15 Jahre, da bist du nicht mehr im Chefsessel, du hast nichts davon später. Aber eine M&A-Transaktion machst du in ein, zwei Jahren. Da kaufst du eine andere Mine, sagst, hey, wir haben hier Effizienzgewinne und kaufen deren Bestand auf und ist günstiger und dann verkaufen wir das. Mhm. Hat nie geklappt. War immer eine Geldverbrennungsmaschine. Hast immer gekauft, zu viel Geld verloren und so weiter und nichts, außer dass der CEO so ein kleines Projekt hatte. Das ist halt die Frage. Ist das Missmanagement in der Industrie oder glaubst du, dass es kommt? Das muss jeder für sich halt entscheiden. Wir sind natürlich im Lager, wir glauben, das wird wieder nachziehen, aber ja, es könnte es vielleicht sein. Ich meine, klar, wenn jetzt der Goldpreis, also Theorie, ja, die Notenbanken, glaube ich, kaufen ja auch verstärkt Gold. Dann gibt es aber auch noch gerade in Amerika die großen Gold-ETFs, die ja wirklich sehr groß sind. Das heißt, wenn da nur ein bisschen was abgebaut wird, kommt wieder ein Riesenüberangebot am Markt, was den Preis dann drückt. Kann es irgendwie sein, dass sich der Goldpreis oder die Goldpreisentwicklung von dem Gold Aktienmarkt, sage ich jetzt mal, irgendwie komplett abgekoppelt hat? Ich meine, du hast es ja gerade erklärt, wie sich das verhält, aber naja gut, am Ende müsste sich ja eigentlich wieder irgendwann mal ausgleichen, ne? Weil dann entweder verdienen die Unternehmen, wie du gesagt hast, richtig viel Geld und dann sollte eigentlich dann auch der Aktienkurs steigen. Ne? Aber, genau, also die Verbindung ist eigentlich da, ne? Weil die Frage ist, okay, jetzt der Goldpreis so hoch, warum bist du so im Keller? Hast du keine Bestände zum Verkaufen? Du kannst sagen, okay, gibt's ja auch, die Analysten können ja auch nicht so blöd sein alle. Dann sagen, okay, dann schauen wir mal, vielleicht haben die keine Bestände. Auch wenn, und ich habe mal geschaut, je nach Minensegment, die kleinen, mittleren, großen, die haben alle irgendwo so Produktionskosten, also diese marginalen Produktionskosten, die man misst, von 1.400, 5.000, 6.000, 700, vielleicht im schlimmsten Fall mal 800, 900 Dollar pro Unze Gold. Mhm. So, jetzt kannst du sagen, von einem halben Jahr noch, dreiviertel Jahr, Q4 letzten Jahres, waren wir noch irgendwo unter 2.000. Also da sind vielleicht, kannst du sagen, bei 1.900 Dollar sind manche gerade so rentabel. Die anderen kleineren, mittleren waren schon okay. Aber wenn du jetzt 500 Dollar gesprungen bist nach oben, dann sehen wir zumindest nicht, wie die nicht Geld machen könnten. So, die können sagen, die haben vielleicht keine Reserven zu verkaufen. Nicht genügend zumindest. Oder haben schon die Produktion verkauft über Jahre. Oder haben schon teilweise verkauft nach vorne, genau. Aber dieses Hedging haben die mal gemacht, was, soweit ich weiß zumindest, ist nicht mehr viel Hedging im Markt. Also die haben nicht mehr, früher gab es Angst, ja, wenn der Preis nach unten geht, dann verlieren wir. Also machen wir so ein Future-Hedge. Und naja, dann partizipierst du halt nicht an der Upside. Aber das hat den Weg getan im letzten Bullenmarkt, weil die dann eben keinen Gewinn gemacht haben. Und seitdem ist die Praxis eigentlich nicht mehr so vertreten, nicht mehr so stark. Das heißt, es ist eigentlich kein sehr starkes Argument, dieses Hedging. Das andere Argument ist, okay, wenn die das schon jetzt nicht mehr viel Inventory haben, also Inventar, dann müssen die neu produzieren. Das kostet wieder noch ein bisschen mehr, dann steigen diese Kosten wieder ein bisschen. Aber dieser starke Sprung von 20% in Gold müsste das eigentlich zum Teil auffangen. Deswegen, wir warten mal ab, wie die Zahlen aussehen werden in Q2 jetzt und dann in Q3, ob diese These aufgeht, wo man sagt, die müssten jetzt eigentlich zeigen, dass sie wirklich viel Geld machen. Das bleibt abzuwarten. Und da ist dann ähnlich, wie du es gesagt hast, bei dem Uran, da gibt es wahrscheinlich die klassischen großen Anbieter und dann auch so Junior-Miners wird es dann wahrscheinlich auch geben in dem Bereich, nehme ich mal an, oder? Also das wird vom Grundprinzip ja das Gleiche. Genau, es gibt wieder zwei Wege. Es gibt die großen klassischen, es gibt Junior-Miners. In dem Markt gibt es auch zu uns etablierte Konkurrenten, die es schon seit langem gibt. Wir kamen in den Markt mit einem Konzept, wo wir so ein bisschen fast dazwischen liegen. Wir haben bei uns einmal einen ESG-Filter eingebaut, weil es gab zu deinem Punkt von ganz vorhin, wie wichtig ist Nachhaltigkeit und wie klappt das mit im Minensektor zusammen. Wir wollten das auch gerade für Anleger, die sagen, ich will das mit in Anbetracht ziehen, hier, was sich Best-in-Class ESG-Ansatz nennt. Das heißt, wir schauen, dass wir Unternehmen bevorzugen, die auf Menschenrechte achten, die, wenn sie so eine Mine in den Regenwald setzen, danach auch wieder aufforsten, dass Menschen fair bezahlt werden, sowas. Also da achten wir drauf, da haben wir eine externe Partei, die das mit uns bewertet, Spezialisten dafür, die nennen sich Sustainalytics, die machen das und wir nehmen dann eben so die 25 besten Unternehmen mit den besten Praxiserfahrungen dort aus ESG-Sicht.
Aber wir gleichgewichten die dann auch. Und diese Gleichgewichtung führt genau dazu, dass diese Juniors, die kleineren, ein höheres Gewicht kriegen. Die beiden großen im Goldminenbereich sind Barrick und Anglo American, glaube ich. Genau, das sind so die machen gut und gerne 12-15% teilweise aus in den normalen Portfolien, also zweistellige Zahlen. Dann hast du schon mal ein Viertel vom Portfolio und zwei Aktien. Das fanden wir ein bisschen nicht eigentlich zielführend. Und dann gesagt, okay, dann machen wir noch eine Gleichgewichtung, 25 Titel im Portfolio, jeder kriegt 4%. Und das wird jedes Vierteljahr rebalanciert. Das Ergebnis ist, in Bullenmärkten, du hast ein höheres Beta. Also wenn es hochgeht, geht es teilweise ein bisschen leichter, besser hoch. Wenn es runtergeht, geht es auch ein bisschen stärker runter. Also man hat eine höhere Volatilität, das muss einem gefallen. Wir sind eben überzeugt von diesem anstehenden Bullenmarkt. Deswegen wollten wir ein bisschen höheres Beta. Müssen wir jetzt schauen, dass das auch wirklich so abspielt, hoffentlich. Ja, ich wollte noch mal kurz einmal auf dieses Best-in-Class zurückkommen, weil das ist vielleicht nicht ganz klar geworden jetzt. Das heißt nicht, dass das super, wie soll ich sagen, nachhaltige Unternehmen sind, sondern das sind sozusagen innerhalb dieses Sektors die Unternehmen, die im Verhältnis zu den anderen bessere Werte haben, sozusagen. Ja? Also es ist kein grünes Investment und kein, wie soll ich sagen, also eine Goldminenproduktion ist immer ökologisch, nenne ich es jetzt mal, zweifelhaft sozusagen. Ja, aber innerhalb dieser ganzen Gruppe sind es die besseren von allen. Ja, absolut richtig, dass du hier nochmal das klärst, weil dieser Begriff Best in Class ist nicht... Ich glaube, das geht ja generell für alle Nachhaltigkeitsprodukte, weil manchmal kommen die Leute, hey, nachhaltig, aber wieso ist da VW drin? Ja, da ist VW deswegen drin, weil innerhalb der ganzen Automobilwerte, die es halt ein bisschen besser machen als die anderen. Also, ja. Richtig, ja, absolut, das muss man sich ja zugute führen. Ich habe die Diskussion genauso auch mit Profi-Anlegern sehr offen geführt und gesagt, du kannst den Minensektor nicht grün-grün machen, weil ein Loch musst du in die Erde bohren. Ne? Da wird wahrscheinlich eine Pflanzenwelt verdrängt, eine gewisse Tierwelt, das gefällt nicht jedem. Dann kann man sagen, dann ist halt Mini-Investment nicht gedacht für diese Art von Anleger, die sagen, das will ich nicht fördern. Für diejenigen, die sagen, ich sehe den Nutzen von Rohstoffen, wir brauchen Rohstoffe, aber dann lass uns doch diese Rohstoffextraktion so am wenigsten schädlich wie möglich machen. Das heißt Best in Class, wie du gesagt hast, ist ein relativer Ansatz. Innerhalb dieser Gruppe lässt du die Schlechteren raus und nimmst die weniger Schlechteren. Oder es gibt auch gute, kannst du sagen. Es gibt Leute, die wirklich guten Job machen, die sich um viele Aspekte kümmern, wo das dann einen wirklich minimalen Impact hat auf die Umwelt und alles. Aber null ist es natürlich nicht. Ja. Klar. Ja. Ist denn bei Gold eigentlich der Industrieanteil sehr groß oder ist es da schon eher dann so Schmuckindustrie oder letztendlich Wertaufbewahrung? Also bei der Nachfrageseite meine ich jetzt. Ja, Schmuck, ich habe jetzt die letzte Verteilung nicht im Kopf, aber Schmuck ist einer der großen. Ich meine, es war irgendwo so beim Viertel mal der Weltnachfrage, weil natürlich in traditionellen Ländern wie Indien oder anderen, wo auch Schmuck eine gesellschaftliche, kulturelle Rolle spielt, und auch im Westen bei uns, hohe Nachfrage kommt von dort und sehr regelmäßige, konstante Nachfrage. Gold hat relativ wenig industriellen Nutzen. Silber ist da deutlich höher für Anwendungen wie Solarzellen oder Medizin oder Fotografie früher, nicht mehr, seit dem iPhone. Aber Gold ist da eher aus Investmentsicht auch sehr groß. Also die Nachfrage nach Münzen und Barren spielt einen erheblichen Teil. Auch die Nachfrage aus ETFs und ETCs ist gar nicht ohne. Da sind wir inzwischen, glaube ich, bei über 200 Milliarden weltweit, die investiert sind in Gold und auch neue Mittelzuflüsse reinkommen. Also das sind so die großen Bereiche. Ja, und die Notenbanken halt. Aber jetzt rein so in der verarbeitenden Industrie ist es wahrscheinlich in der Elektronik ein bisschen verbaut. Ein bisschen, oder? Genau. Also, das ist relativ marginal technologisch, weil es einfach kleinste Teile sind. Natürlich jedes Telefon, glaube ich, hat heutzutage ein bisschen Gold drin und die brauchst du überall. Aber die sind einfach so klein, die Anteile, dass sie proportional gesehen ist Schmuck und Investment die beiden großen. Ja, als wir angefangen haben zu sprechen, haben wir über Kupfer gesprochen, dann über Uran, jetzt Gold. Es ist ja wirklich ein brutal weites Spektrum, das aber alles ja irgendwie, ist ja im Gespräch auch rausgekommen, so eine gewisse Klammer hat. Ja. Wenn jetzt jemand sich für dieses grundsätzliche Thema Rohstoffe und ja Rohstoffaktien dann interessiert, worauf sollte der denn grundsätzlich achten aus deiner Sicht? So ein paar Tipps noch so zum Schluss. Also ich meine, ETFs, natürlich muss man die anschauen und vergleichen und so weiter. Wahrscheinlich Klumpenrisiken würde ich jetzt nochmal vorausschicken. Aber gibt es da noch andere Sachen, wo man drauf achten sollte? Ja, wie du gesagt hast, ich glaube, bei der Auswahl, im Schritt 1 ist die Überlegung,
will ich etwas mit etwas mehr Wohler im Portfolio haben. Du hast gesagt, im Vergleich zum MSCI Welt hat das natürlich mehr, was wir Risiko nennen. Du kannst das als positives Risiko sehen, wenn es hochgeht, negativ, wenn es runtergeht. Man muss da quasi starken Magen haben, ein paar Jahre lang das auch beobachten. Das wird keine Entwicklung sein, die linear verläuft. Das tun sie nie. Das haben wir auch bei Uran gesehen. Die gehen, dann geht's hoch und dann geht's mal wieder runter. Und wenn man vielleicht gerade am falschen Zeitpunkt mal investiert, kann das ein bisschen eine Zeit lang wehtun. Deswegen ein Tipp ist vielleicht auch in kleineren Summen über mehrere Zeiträume investieren. Das ist ja die Grundidee vom Sparplan. Gerade bei solchen Investments machen Sparpläne wahrscheinlich Sinn, wo man sagt, hey, das ist ein langfristiges Investment. Und da will ich dabei sein, längere Zeiten. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Peak ist oder geht es nochmal runter oder gerade am Bottom. Nicht meine Sache, jeden Monat ein bisschen. Das ist wahrscheinlich so ein guter Basistipp schon mal. Bei der Auswahl der Fonds dann darauf achten, will ich etwas mit ein bisschen mehr Umf, wie gesagt, Juniors, wo ich noch ein bisschen mehr Wohler will, oder gehe ich jetzt einfach klassisch in die Breite, nehme ich einen ganz breit gestreuten Index, schauen Sie in die Holdings rein als Anleger, wie viel sind darin? Manche Fonds sind enger gefasst mit 10, 15, 10 nicht ganz, so eng sind die nicht, aber 15, 20 vielleicht. Manche haben dann 30, 40. Wie gesagt, wir haben beim Gold uns für die engere Variante mit 25 entschieden. Die breiten Indizes haben gut 50 Titel drin. Ganz ehrlich, die Korrelationen sind ziemlich stark in dem Bereich. Ob du jetzt 25 oder 50 hast, ist am Ende nicht so ausschlaggebend. Aber da mal reinzuschauen, lohnt sich. Andere Punkte sind natürlich, wie du gesagt hast, ESG-Anliegen, gerade im Minenbereich. Spielt das für mich eine Rolle? Ja oder nein? Ja, das sind so die üblichen Kriterien. Also, wo finde ich denn raus, wo die Unternehmen ihre Fördergebiete haben? Das ist wahrscheinlich nur dann auf Einzelunternehmen-Ebene, oder habt ihr als Anbieter so eine Art Karte, so das sind die Top 50 und in diesen Ländern sind Fördergebiete? Also wir haben bei uns, wir publizieren so Research zum Markt, wir haben zu jedem Fonds einen Monatsbericht und wir haben auch so Präsentationen und White Papers, die wir zum Teil publizieren auf der Webseite. Bei Uran haben wir zumindest mal geschaut, von der Nachfrageseite her, wo sind eigentlich die Länder mit den Kraftwerken? Haben wir so eine Mappe, wo man sieht, so viele Kraftwerke gibt es in den USA, so viel in China. Heute, so viel sind in Bau und so viel in Planung. Dann hast du so eine Idee, wo kommt die Nachfrageseite her? Wir haben schon auch Papers geschrieben zu Angebotssituationen, wo erwarten wir neue Tendenzen. Was die Aufteilung, quasi wo die Aktivitäten sind von den Unternehmen her, da kannst du auf dem Factsheet kurz draufschauen, da haben wir und auf der Webseite eine Länderaufteilung. Also kannst du schon mal schauen, welche Länder sind im Portfolio wie vertreten, prozentual. Das wird jeden Monat abgedatet. Und auch wir publizieren auch für jeden Fonds so ein, das nennt sich ein Holdings-File. Da sind alle Positionen einzeln aufgelistet. Da kannst du schauen, wie viel Prozent hat jede einzelne Position. Anglo American, BHP oder andere Kleinunternehmen. Und wird auch angegeben, welches Land dazu gehört. Und da kriegst du ein bisschen Gefühl, wo sind die basiert. Wo die herkommen, genau. Und so. Ja. Und wenn, ich meine, man könnte ja auch so vorgehen, dass man sich dann einfach die Top 10 anschaut, die drei mit der größten Gewichtung, und dann mal auf die Webseite geht und mal ein bisschen guckt. Genau, Top 10 ist immer ein guter Indikator. Da kriegt man ein Gefühl drin, okay, wie viel, und dann kriegst du auch ein Gefühl davon, wie viel Konzentration hast du in diesen Top 10. Ist es wie beim Nasdaq oder so, dass du dann 60% vom Portfolio in diesen Top 10 hast? Oder ist es eher 35? Dann weißt du, da der Fonds ist eher ausgeglichen breiter, der Fonds ist eher heavy, top heavy, den großen Titel. Es gibt Argumente für beides. Wie gesagt, die einen wollen es play it safe. Ich will die großen Marktführer haben. Andere sagen, naja, der Markt entwickelt sich, ich will die kleinen auch dabei haben. Ist Geschmackssache. Wo liegen die Kosten von den ETFs so? In welcher Range? Goldmine ist wahrscheinlich billiger, weil da der Wettbewerb größer ist und die anderen eher teurer, vermute ich jetzt mal. Aber, richtig, ja. Das ist genauso, ja. Also irgendwo bei den Goldminen sind wir um 50 Basispunkte Bereich, 50, 55. Das ist so Marktstandard bei uns, bei anderen. Da bewegen wir uns in der gleichen Höhe. Bei den Uranminen ist man höher, da ist man mit 80 Basispunkten dabei, weil das ein bisschen das Thema einfach mehr Research und Aufbearbeitung brauchte. Bei Kupfer ist man dann wieder tiefer bei 50, 60 Basispunkten. Also es sind natürlich, muss man offen sagen, es sind keine MSCI-Weltprodukte, keine S&P 500-Produkte, DAX-Produkte, wo du einstellige oder niedrig zweistellige Total Expense Ratio Zahlen erreichen kannst. Im Moment noch nicht. Aber und hoffentlich, wenn man das als Alpha-Thema sieht, als Wachstumsthema,
ist ja keine Kernallokation. Ich sage jetzt nicht, dass man das... Ich wollte gerade sagen, das sind klassische Satelliten, die man, wenn man das machen möchte, richtig, aktiv da irgendwelche Investmententscheidungen nochmal punktuell genau, dazu zu mischen, ja, dann macht das ja auch keinen großen Unterschied. Genau, ein paar Prozent. Also in der Gesamtportfolio TER richtig, zieht es die ein paar Basispunkte dann noch. Richtig, hin, ja, genau. Ja, super spannend, Wahnsinn. Ja, vielen Dank für das Gespräch, für die kleine Reise durch die Rohstoffwelt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir haben alle Punkte, die wir besprechen wollten, abgehakt und viele Zusatzinformationen gegeben. Ich danke dir recht schön für deine Zeit und die Ausführungen und gerne demnächst mal wieder hier zu irgendeinem anderen spannenden Thema. Immer gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich muss sagen, dieses Rohstoffthema hat mich auch begeistert, mich persönlich privat. Ich begleite Gold und andere Themen schon seit 15 Jahren bei ETF Securities, bei HANETF jetzt. Ja. Und das wird nie langweilig, sagen wir so. Ich sage dir auch, warum das so ist, weil wenn man im Finanzbereich tätig ist, hat man eigentlich nur mit Zahlen zu tun. Es ist natürlich stecken da Unternehmen und am Ende irgendwelche Mitarbeiter und Produkte dahinter, ja, aber es wird halt schnell reduziert auf irgendwelche Wertentwicklungen. Und im Rohstoffbereich, da ist es so eine engere Beziehung zur Wirtschaft. Ja, und das finde ich auch immer ganz, ganz spannend. Ist ein interessantes Thema und ist immer irgendwie interessant, sich damit zu beschäftigen. Wie du sagtest, wenn du mal so einen glänzenden Goldbarren siehst, das ist schon eine coole Sache. Also, ja, ich glaube, ich habe mir das gestern überlegt. Ich glaube, ich werde so ein Reaction-Video zu diesem Video machen, weil das haben bestimmt nicht viele gesehen, vor allem deutsche Zuschauer nicht, weil es war in Englisch natürlich. Aber es war echt beeindruckend, das ist ganz, ganz cool gemacht gewesen, ja. Glaube ich, ja. Also vielen Dank, André, gerne bis zum nächsten Mal. Und du bist ja in London, kannst ja demnächst mal bei der Bank of England vorbeischauen, genau, und mal so einen Barren zwicken. Ja. Ich mache ein Selfie. Wenn du nicht mehr von mir hörst, dann weißt du, da habe ich die Security interviewt. Wenn du so ein Selfie machst, dann packen wir das aufs extra Magazin-Cover. Alles klar. Danke, Markus. Tschüss. So, das war der Talk mit André Wollnäher zum Thema Rohstoffaktien. Ich hoffe, da war der eine oder andere spannende Aspekt für dich mit dabei. Und wenn du dich jetzt näher über dieses Thema informieren möchtest, dann findest du in der Videobeschreibung verschiedene Links, einmal zu den Profilseiten der ETFs und dann auch zu unseren neuen Anlageleitfäden, zu unseren ETF-Guides, wo du dich über das jeweilige Thema nochmal ausführlich informieren kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und natürlich auch, wenn du den Extra ETF YouTube-Kanal abonnierst. Dann sehen wir uns demnächst wieder hier auf dem Kanal von Extra ETF. Bis zum nächsten Mal. Ciao.